Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 9. März 2023, und unser DAX sieht erstmal wieder ganz gesund und auf Kurs aus. Also es steht zumindest richtig rum in die Kamera. Was wir gestern nicht sagen konnten. Und wenn wir uns mal so vor Augen halten, was wir im gestrigen Video für den Mittwoch, ja, ich sag mal, prognostiziert haben oder sehen wollten, war eines davon: wenn er steigen will, ja, dann über 55 drüber und von Beginn an grüne Kerzen reindrücken. Ne? So sinngemäß hat man es gesagt gehabt. Und dann könnte er locker auch wieder an die alten Tiefs ran und selbst an die 700 zurück, an die obere Range-Kante zurück und dann auch weiter. Und genau das hat er getan. Ja, wir hatten gesagt, er kann auch weiter fallen, er kann hier auch runter, wenn da deutlich sichtbare Schwäche reinkommt und er sich hier unter diesen Tiefs weiter runterdrückt. Das war aber nicht. Da war keine Schwäche zu sehen, also nicht wirklich. Ne? Keine tieferen Tiefs, er hat sich schön hochgekrabbelt, Stück für Stück. Und hatten auch gesagt, dass ich dann auch oberhalb da definitiv auch meinen Long suchen würde und die Chance oben sehen würde. Das haben wir auch gemacht. Die Punkte haben wir uns geholt und das wird sich jetzt zum Donnerstag nicht anders machen. Also wird sie hier auch wieder so rangehen und sagen, sieht erstmal jetzt nicht verkehrt aus. Kann auch sein, dass das bloß ein Rücklauf gewesen ist. Na? Und er jetzt in die Trendfortsetzung geht. Das heißt, alles, was hier auch über 6,50, 6,60 stattfindet am Donnerstag, völlig egal wann, über den Tagesverlauf, würde mir nach oben hin Platz geben. Na? Wir haben hier von den Kostzielen 7,50, 7,80. Das ist noch nicht akut, sondern es ist noch aktuell. Das können wir im Grunde so auch noch stehen bleiben. Das gab es schon mal ein Fehlsignal, aber deswegen sind die Trigger jetzt nicht unwirksam. Das heißt, egal wann der DAX oberhalb von 6,50, 6,60 runterturnt, würde ich persönlich eher Long suchen halt. Ne? Also anstatt mich dagegen zu stellen, weil im Zweifel sieht der Tag dann genauso aus wie der hier. Das kann auch Donnerstag schlagen, gern mal zur Seite, ja. Aber sie können sich auch echt lang schieben und einfach stehen bleiben. Ne? So um rausdrücken und dann einfach zur Seite laufen. Das haben wir auch schon oft gesehen zum Donnerstag. Und würde hier eben jetzt auch wirklich gut reinpassen. Dass sich einfach irgendwie, keine Ahnung, 57, 87 hinstellt und dann dort einfach zur Seite schiebt, stundenlang, würde hier wirklich gut ins Bild passen. Ne? Deswegen würde ich sagen, überall von 6,50, 6,60 für mich eher der Vorteil auf der Oberseite. Die Ziele darüber kennt ihr alle. Na, ist unverändert zu gestern. Und um abzukippen, bräuchte ich ihn jetzt Minimum mal wieder unter 15.600. Geht er unter 15.600, wird dann 5,30 nochmal interessant, 500 interessant. Na, dann müsste man genauer hingucken, wie reagiert er im Bereich um 4,50, 4,60. Macht er dann hier plus A, B, C und hoch? Na, oder drückt er hier durch? Also gerade die grüne Linie hier, die MA200 auf H2-Ebene, passt mir hier sinngemäß ganz gut rein in den Bereich. Na, also driftet er ab, da würde ich wirklich sagen, unterhalb von 15.600. Weiß ich nicht, ob ich unbedingt Short suchen würde, aber ich würde zumindest unter 15.600 jetzt nicht zwangsweise direkt einen neuen Long aufbauen, weil ich eben schon erwarten würde, dass er durchaus dann auch noch unter dieses Tief drunter stechen kann. Ja, und dann von dort aber bestimmt auch schon wieder nach oben anzieht. Also da wäre dann für mich so unterhalb von 15.600 eher der Zielbereich bis 15.470, 15.440, so in dem Dreh rum hier, ja. Und dann würde ich aber schon erwarten, dass sie hier hochdrückt. Oder er schiebt sich halt einfach oben raus, ne, und klackert hier Stück für Stück weiter. Das ist auch okay, wenn das nicht ganz so schnell geht. Ne, wenn er ein bisschen zur Seite rumeiert, wenn er sich dann ein bisschen Zeit lässt, ein bisschen rumdümpelt und so. Das wäre ganz normal, das wäre auch in Ordnung. Das wäre jetzt keine Abbruchbedingung in dem Sinne, dass ich sagen würde: Oh Gott, jetzt habe ich einen Long gemacht, der ist jetzt 3 Stunden nicht in den Gewinn gekommen, also nicht richtig in den Gewinn gekommen. Aber eben auch nicht im Minus. Und wenn das der Fall ist, dass er eben aber auch nicht im Minus war, einfach warten, bis er dann da oben reinkommt. Da ist Geduld eher nicht förderlich. Ungeduld ist eher nicht förderlich. Ne? Also wer ungeduldig ist, der muss dann einfach weggucken. Das geht nicht anders. Ja, weil so eine Bewegungsphasen sind in der Regel, falls vielen schwerer, das zu traden. Ne? Weil es einfach alles ganz lange dauert, bis es anläuft. Und dann sind die Leute immer schon wieder aus dem Trade drinne, vielleicht sogar in einem Short drinne.
Und dann springt er doch plötzlich 50 Punkte oben raus. Das fällt vielen schwerer, weil sie einfach zu ungeduldig sind. Aber das kann man sich abtrainieren, ja, durch gezieltes Weggucken, um das zu probieren. Also wirklich aktiv damit zu arbeiten, dass man sagt, okay, jetzt gucke ich weg so und so lang und dann einfach daraus den Erfahrungsschatz sich sammelt. Ja, aber ich kann Ihnen nicht mehr sagen, ihr merkt es, da bleibt gleich. Von der inhaltlichen Aussagekraft her. Von daher können wir hier auch das Video schon zu hoch. Habe ich schon vorzeitig gemutet. Können wir hier schon zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.